Wir müssen anscheinend mal wieder ein paar Mythen über Akne aufklären. Und zwar liegt Akne nicht an Unhygiene oder dass man irgendwie zu wenig duschen würde. Eher im Gegenteil, man kann sogar davon mehr Akne bekommen, weil man die Haut dadurch viel zu doll reizt und austrocknet. Kein Arzt wollte mir so richtig helfen. Alle meinten immer nur, ja, mit der Pille war es ja besser, dann nimm doch die Pille. Hi, ich bin Julia von Ultraviolet Stories. Ich habe Akne und ich habe so viel Zeit und vor allem Geld in meine Haut investiert und sie mittlerweile so weit im Griff, dass ich zumindest zufrieden bin. Auch Alena hat schon alles versucht, um ihre Akne loszuwerden. Früher wollte sie sich am liebsten verstecken, heute hilft sie anderen. Ich frage mich, woher nimmt sie den Mut? Man wird schon angestarrt, man wird angeguckt und man kriegt auch dann doch mal den einen oder anderen Tipp zugesteckt und da hat man manchmal an manchen Tagen auch einfach nicht die Kraft für. Ich habe eigentlich mich immer geschminkt und dadurch kann man es ja ganz gut verstecken. Wo es wieder richtig schlimm wurde und dann guckt man halt in den Spiegel, man hat die wirklich dollen, ja schon fast Zysten, Abszesse und man guckt sich in den Spiegel an und denkt sich so, wieso? Die Pickelmale sind mir egal. Dann habe ich Pickelmale, die kann ich abdecken, da kann ich gut gegen behandeln, aber diese Entzündung, weil sie tun ja auch weh. Dass ich so einen Monat es schaffe, entzündungsfrei zu sein, das wäre ein Traum, weil dann kann die Haut wirklich final erstmal anfangen zu heilen. Mittlerweile traue ich mich auch mal ungeschminkt raus, aber das hat auch seine Zeit gedauert, bis ich mich das getraut habe. Früher hat sich Alena wegen ihrer Akne total unsicher gefühlt, wollte sie am liebsten verstecken. Auch heute noch beschäftigt sie sich jeden Tag mit ihrer Haut. Das war halt Anfang der Maskenpflicht, wo es halt wirklich für mich, dachte ich, der schlimmste Zeitpunkt war. Und habe dann eben ja auch kurzzeitig Isotretinoin genommen, dann wurde es eben auch besser. Sieht man es leider nicht ganz so gut, aber es ist ganz gut schon wieder dann abgeheilt. Und ja, es war dann immer wieder ein Auf und Ab. Ja. Also das war hier... Das tut auch richtig weh, ne? Und das sieht so klein aus, aber das war so groß und so tief unterlagert und so eitrig. Also wirklich einfach nicht schön. Das tut ja auch beim Reden weh. Aber es ist auf jeden Fall ganz typisch. Du hast sehr regelmäßig Fotos von deiner Haut. Genau, sehr schön, ne? Also schon eine kleine Obsession auch. Ja, ja. Es ist halt immer da gewesen. Nie komplett weg. Ja. Ja. Also auch mit Pille nicht. Nee, auch mit Pille nicht. Auf TikTok bekommt man aber vor allem Erfolgsgeschichten zu hören. So, als könnte man die Akne über Nacht heilen. Das Erste, was mir richtig geholfen hat, Kurkumasaft. Wenn du alles versucht hast und nichts funktioniert, vertrau mir und hol dir Zink. Magst du mir mal erzählen, was du schon so alles ausprobiert hast? Klar, gerne. Also ich kann das gerne mal zeigen. Also das ist einmal Inositol. Zwischendrin habe ich auch mal einen Vitamin B-Komplex genommen. Allerdings habe ich das mittlerweile wieder abgesetzt, weil... ich bin doch festgestellt, wenn durch zu viel B12 ich auch mehr Akne bekommen habe. Alena hat echt schon alles probiert. Produkte aus der Drogerie, Nahrungsergänzungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente. Ich vertrage auch kein Retinol, Vitamin C ist bei mir auch ganz schwierig. Alle diese ganzen aktiven Wirkstoffe, wo man ja sagt, okay, die sind gut gegen Akne. Das bringt bei mir einfach nichts. Das macht es einfach nur alles schlimmer. Ich will es auch, glaube ich, gar nicht wissen, wie viele hunderte Euro ich da schon für ausgegeben habe, ja. Doch statt sich zu verbessern, wird ihre Haut immer schlechter. Kein Arzt wollte mir so richtig helfen. Also es waren wirklich, egal ob ich beim Hautarzt oder beim Gynäkologen war, alle meinten immer nur, ja mit der Pille war es ja besser, dann nimm doch die Pille. Aber jetzt mal zu sehen, wo da die Ursache lag, war irgendwie super schwierig. Und ich habe dann halt gesagt, ich habe wirklich keine Lust mehr auf diese Diskussion. Ich habe dann einfach online mir aus einem Fremdlabor halt so einen Spucktest zuschicken lassen, wo ich das dann hingeschickt habe. Und da kam eben raus Progesteronmangel und erhöhte männliche Hormone. Nach langem Hin und Her bekommt sie endlich ihre Diagnose. Das polyzystische Ovarialsyndrom. Doch wieder wird ihr zur Pille geraten. Und das ist für mich halt einfach nicht meine Lösung. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil ich einfach mit der Pille super krasse Nebenwirkungen auch hatte, auch was die Psyche anging. Und es einfach, ja, gefühlt einfach nicht... Ich merke, dass es meinem Körper nicht gut tut. Akne ist die häufigste Hautkrankheit. Circa 85% der Menschen weltweit sind mindestens einmal in ihrem Leben betroffen und Frauen sind stärker betroffen als Männer.
Die Hoffnung, irgendwann das eine Mittel zu finden, das ihre Akne wirklich heilt, hat Alena noch nicht aufgegeben. Heute versucht sie es wieder bei einer Hautärztin. Man sieht also hier ein klassisches Bild einer Acne papulopustulosa. In dem Fall von Frau Brandt ist das tatsächlich ein eher schwierigerer Fall. Alleine aus dermatologischer Sicht kann man oder würde ich Ihnen empfehlen, dass es sicherlich sinnvoll ist, nochmal das Isotretinoin bei Ihnen zu probieren. Also ich fühle mich halt unwohl damit, weil ja auch das jetzt nicht gerade ohne große, also ohne wenig Nebenwirkungen ist. Ja. Das andere, Sie kennen es vielleicht auch, haben Sie vielleicht auch schon mal vor dem Isotretinoin gehabt, sind orale Antibiotikatherapien. Das hemmt meistens auch sehr gut die Entzündungskomponente. Und das könnte man aber vorher nochmal ausprobieren? Das könnte man vorher auf jeden Fall ausprobieren. Weil ich glaube, damit würde ich mich jetzt erstmal wohler fühlen, als direkt Isotretinoin nochmal auszuprobieren. Das kann ich verstehen, ja. Die Akne ist eigentlich eine sehr gut zu behandelnde Erkrankung. Natürlich gibt es auch hartnäckige Fälle, wie zum Beispiel der von Alena. Das ist natürlich klar. Aber in der Regel lässt es sich gut behandeln. Aber deine Haut fühlt sich wirklich viel besser an. Ja. Also nochmal besser als zum letzten Mal. Alena beschäftigt sich auch beruflich mit der Haut. Sie ist Kosmetikerin. Ihre heutige Kundin hat auch Akne. Wie ist es für dich, jetzt dich von einer Kosmetikerin behandeln zu lassen, die jetzt auch nicht so die perfekte, reine Haut hat? Das finde ich eigentlich ziemlich gut, weil wir beide, also sie versteht halt genau das Problem, auch mit den Hautärzten. Und ja, fühle mich ja sehr wohl bei ihr. Dankeschön. Das ist jetzt ein sogenanntes AHA-Enzym-Peeling, was wir auftragen. Das gehört mit zu den chemischen Peelings. Also es ist kein mechanisches Peeling, was jetzt irgendwie mit irgendwelchen Körnern arbeitet, sondern das wirkt von alleine und das ist vor allem bei unreiner Haut sehr viel schonender. Man kennt es, wenn man selber auch vielleicht mal rumgedrückt hat, dass dann diese gigantischen Pickel entstehen. Und das wollen wir dann verhindern, indem wir professionell ausreinigen, wirklich alles an Comedone, an Talg eben rausholen, dass es gar nicht sich erst so schlimm entzünden kann. Wenn ich das jetzt so sehe, dann sieht das irgendwie fast so aus, wie wenn ich das zu Hause mache. Also was ist der Unterschied quasi, wenn du das machst versus ich mache das alleine zu Hause und nehme mir zwei Kosmetiktücher und Jet Pro? Wenn man es zu Hause macht, das ist immer das Risiko, dass es auch nach innen aufplatzt, beziehungsweise dass man dann eine Schmierinfektion durch Bakterien von außen auch riskiert. Wir drücken hier auch nicht wirklich Pickel aus, sondern wir drücken bzw. reinigen die Comedone aus, also die Mitesser, die dann zu einem Pickel werden können. Also wirkliche Pusteln und Papeln, wie man es dann nennt, die lassen wir komplett in Ruhe. Also die müssen dann auch von alleine abheilen. Fast jede dritte Person mit Hauterkrankungen hat auch psychische Probleme. Vorbilder, die ihre Akne offen zeigen, fehlen. Alena ist eine der wenigen deutschen TikTokerinnen, die das tun. Sie möchte anderen Mut machen. Und sich online ungeschminkt zu zeigen, ist für sie auch Selbsttherapie. Du hast ja jetzt mittlerweile schon richtig viele Videos geteilt. Mhm. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dich sogar online offen zu zeigen? Ja, durch Zufall. Also ich habe erst ganz viel über meine Arbeit eigentlich berichtet, hier im Kosmetikstudio. Und als es bei mir so schlimm wurde, hat dann meine Kollegin bei mir Gesichtsbehandlungen gemacht und das haben wir einfach mitgefilmt. In meinem Urlaub habe ich jetzt endlich mal die Zeit gefunden, mich von meiner Kollegin auch mal behandeln zu lassen. Als allererstes wurde einmal das ganze Make-up entfernt und erschreckt euch nicht, ich habe momentan wirklich starken Akne-Schub, bedingt durch die verschiedensten Gründe. Und da sieht man mich natürlich auch komplett ungeschminkt, auch wie ausgereinigt wird, wie doll die Haut dann auch gereizt ist. Und das haben die Leute irgendwie ganz schön gefunden, dass man das mal so real gezeigt hat, wie es ist, ne? Und dass halt nicht jede Haut perfekt ist. Und dann habe ich irgendwie mehr dazu gemacht und mich dann auch irgendwann angefangen, ungeschminkt zu zeigen. Irgendwie ist das so entstanden und habe ganz viel positives Feedback bekommen. Ist ja eigentlich sogar schade, dass wir das so selten sehen, weil es eigentlich so normal ist, Akne zu haben. Ja. Aber man ist so selten damit konfrontiert, dass man es irgendwie, dass man sich selbst auch kaum erträgt, quasi so. Also ich hätte mir damals jemanden gewünscht, der sich so zeigt, dass ich dann in meiner Teenagerphase vielleicht auch besser damit umgehen hätte können. Bitte denkt mal eine Sekunde, bevor ihr einen Kommentar schreibt, nach, ob ihr den wirklich so hochladen solltet. Hinter jedem Profil steckt ein Mensch mit Gefühlen. Zum Glück habe ich mittlerweile so einen großen Selbstwert und so ein gutes Selbstbewusstsein, dass mir diese Kommentare nichts mehr ausmachen. Wenn ich da jetzt aber an mein 13-, 14-jähriges Ich zurückdenke, die hätte nicht damit umgehen können. So, dann suchen wir uns doch mal die schönen Kommentare raus. Weniger Zeug ins Gesicht klatschen hilft oft. Da weiß jemand Bescheid. Genau. Ist sowas ansteckend. Ja, genau.
Aber ich sehe schon, du bekommst auch richtig viele Empfehlungen. Also jetzt, wir sind ja gar nicht so viele Kommentare da durchgegangen. Nee, ganz wenig. Aber super viele. So, hast du schon mal das probiert? Genau. Hast du schon mal das gemacht? Genau, hast du schon mal die Tropfen ausprobiert? Honig ins Gesicht als tägliche Maske, ne? Also, Aber bist du dann manchmal auch in so einem Modus, dass du dir denkst, das habe ich tatsächlich noch nicht probiert und überlegst dann, weil mich würde das, glaube ich... Ich habe halt fast alles ausprobiert. Also das ist wirklich so. Manchmal bin ich in so einem Modus, wo ich einfach nur noch runterschreibe, ja. Der Kommentar ist krass. Der Kommentar ist krass, ne? Das ist das, was ich vorhin sagte, ja. Ich würde mich echt umbringen, wenn ich solch eine Haut hätte haben. Noch dazu falsch, aber krass. Das ist wirklich, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Akne ist auch nicht ansteckend und jeder kann davon betroffen sein und es sind unterschiedliche Gründe, wieso eine Akne auftritt. Außerdem macht Make-up Akne nicht schlimmer. Also lasst doch einfach ein bisschen Positivität da und hört auf, Akne-Betroffene ständig irgendwie mit Sachen zu konfrontieren, sondern nimmt sie doch so hin, wie sie sind und fragt doch einfach dann mal nett nach, wieso, weshalb, warum. Alena hat jahrelang gegen ihre Akne gekämpft, hat so viel probiert. Am Ende hat ihr vor allem eins geholfen, sich so zu zeigen, wie sie ist. Auch durch ihre Community hat sie gelernt, sich selbst wieder schön zu finden. Ganz unabhängig davon, wie ihre Haut gerade ist. Es ist ja eigentlich klar, kein Produkt dieser Welt wird Akne über Nacht heilen. Und ich weiß, wie anstrengend es ist, Termine bei Hautärztinnen zu bekommen. Aber da muss man einfach hartnäckig bleiben und nicht aufgeben, weil ein Produkt mal nicht wirkt. Und in der Zwischenzeit sollten wir uns einfach an die Akne gewöhnen und einen Umgang mit ihr finden. Deswegen ist es wichtig, dass es Menschen wie Alena gibt. Denn nur wenn wir die Akne öfter sehen, gewöhnen wir uns auch dran und dann wird sie für uns einfach normal. Hier geht es zu einem weiteren Video von Ultraviolet Stories und hier findet ihr ein Video von Chudoku. Es geht um ein Model mit Pigmentstörung.